Florian Kainz ersetzt den ihr alle in der Startelf bei Rapid, ist neben dem Ex-Admiraner Stefan Schwab einer von zwei Neuen in der Anfangsformation. Die Admira in den roten Trikots setzt von Beginn an auf schnelles Umschaltspiel. Siebente Spielminute. Schaub mit dem Fehler. Der Konter über Wedrogo, der steckt durch auf Thorsten Schick. Der enteilt Thomas Schrammel. Und schon steht es 1:0 für die Admira. Wunderbarer Spielzug der Niederösterreicher. Ein perfekter Start somit in der BSFZ-Arena. Wedrogo mit viel Übersicht. Schick steht nicht im Abseits. Gleich mit dem ersten Torschuss geht man in Führung. Der Abschluss vom Torschützen trocken und Jan Novota ist ohne Abwehrmöglichkeit. Ja, wie sieht die Antwort von Rapid aus? Nur 4 Minuten später Florian Kainz mit guter Schusstechnik. Feiner Abschluss. Andreas Leitner, der den erkrankten Manuel Kutin im Tor der Admira ersetzt, ist beim Schuss dann noch dran. Kaiserwetter in Maria Enzersdorf, rund 29 Grad. Und daher gibt es nach rund einer halben Stunde auch eine Trinkpause vom Spielleiter René Eisner verordnet. Rapid bleibt in dieser Phase das gefährlichere und vor allem auch aktivere Team. Wird druckvoller. 34. Spielminute, Schrammel mit dem guten Auge auf den stark spielenden Kainz. Schöner Pass zur Mitte und im letzten Moment blockt Christoph Schösswender noch den Schuss von Schaub. Und dem war bis dahin kaum etwas zu sehen. Hier bei seiner besten Offensivaktion passiert ist das Ganze nach etwas mehr als einer halben Stunde. Auf der Gegenseite die Admira mit dem Eckball, der wird kurz ausgeführt von Thorsten Schick. Stefan Auer behält die Übersicht, dann Windbichler und dann verpassen gleich zwei Admiraner vor Torhüter Jan Novota. Glück für Rapid in dieser Szene. Weder Zwierschitz noch Isiaka Wedrogo kommen da zum Abschluss, irritieren sich gegenseitig. Die Admira gestaltet die Partie in der Schlussphase der ersten Spielhälfte völlig ausgeglichen, wird immer wieder nach Standards gefährlich. Stefan Auer kommt da völlig frei zum Schuss. Novota mit der ausgezeichneten Parade. Ja, und dann kritische Szene kurz vor der Pause. Zweikampf im Strafraum zwischen Beric und Zwierschitz. Und etwas Glück hier für den SCR, dass Schiedsrichter René Eisner nicht auf Strafstoß für die Admira entscheidet. Zur Pause führt das Team von Walter Knaller mit 1:0. 9 Minuten nach Wiederbeginn schwächt sich dann die Admira selbst. Windbichler legt Beric. Schiedsrichter Eisner zeigt daraufhin die gelbe Karte. Es ist aber bereits seine zweite im Spiel und das macht dann in Summe rot. Klare Sache hier gegen Beric, kommt er klar zu spät. Und die erste gelbe Karte, die sah der Kapitän der Niederösterreicher in Hälfte 1 nach diesem taktischen Foulspiel an Steffen Hofmann. Trainer Walter Knaller, der bringt nach dem Abgang von Windbichler Markus Katzer für Thürauer in die Partie, verstärkt somit die Defensive. Wenig später hat Wedrogo sogar noch die Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen. Fehler von Sonnleitner, kein Foulspiel von Wedrogo. Der behauptet sich dann gut gegen zwei Gegenspieler, aber dann die Genauigkeit beim Abschluss, die ist verbesserungswürdig. Und das rächt sich nur ganze 4 Minuten später. Düttendorfer kommen über den eingewechselten Widra. Schaub weiter auf Pavelic, der aufgerückte Verteidiger mit vollem Einsatz. Und da ist der auffälligste Rapidler, Florian Kainz, krönt seine Leistung und sorgt für den 1:1 Ausgleichstreffer. Pavelic mit seiner zweiten Torvorlage in Folge bringt den Ball da in den Rückraum. Dort wird völlig auf Kainz vergessen. Der 21-Jährige vollendet dann sehr überlegt, trifft gleich in seinem ersten Pflichtspiel für seinen neuen Verein. Das Spiel, das kippt dann beinahe. 65. Spielminute. Rapid wieder über diesen starken Florian Kainz. Und da ist Luis Schaub. Aber da ist nicht das 2:1. Schaub verpasst dann nur knapp. Rapid kontrolliert infolge das Spiel, wird aber nicht mehr gefährlich. Die Admira noch einmal durch den eingewechselten Bayrami. Die Rapid-Leihgabe prüft dann Novota in der Nachspielzeit. Am Ende gibt es eine Punkteteilung in Maria Enzersdorf. Die Admira holt den ersten Zähler in dieser Saison. Für Rapid war es ein etwas enttäuschender